Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Gleich zu Beginn möchten wir Sie auf den neuesten Stand bringen und haben aktuelle Meldungen aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Die Immobilienpreise im Kreis Neumarkt steigen weiter. Dies bestätigen unter anderem die Sparkasse Neumarkt-Parsberg und die LBS Bayern in einer jüngst vorgestellten Marktanalyse. So erhöhten sich die Preise für Wohneigentum von 2019 auf 2020 um rund 4,4%. Im Vorjahreszeitraum waren sie um 1% gesunken. Gerade in den Ballungszentren fehle es an bezahlbarem Wohnraum, auch wenn im Landkreis Neumarkt die Zahl der Baugenehmigungen und der fertiggestellten Gebäude deutlich gestiegen sei. Aktuell kosten neue Doppel- und Reihenhäuser im Raum Neumarkt zwischen 280.000 und 590.000 Euro. Der Mangel an Fachkräften in der Baubranche macht sich im Kreis Neumarkt immer stärker bemerkbar. Wie die IG Bau mitteilte, gab es im letzten Jahr 78 Stellen, welche über 90 Tage unbesetzt blieben. 2017 lag diese Zahl noch bei 39 Arbeitsplätzen. Man könne aktuell von einem regelrechten Bauarbeiterschwund sprechen. 3 Jahre nach Abschluss der Ausbildung hätten im Schnitt 2 von 3 Facharbeitern die Branche schon wieder verlassen. Die IG Bau fordert deshalb eine Attraktivitätssteigerung für diesen Berufsbereich, welcher durch Corona aktuell so gut wie keine Einbußen verzeichnen müsse. Trotz Corona muss an dieser Stelle mal eines gesagt werden: Das Leben geht weiter. Und erfreulicherweise hatte die Pandemie auch viele Firmen bei uns im Landkreis nicht als Konsequenz, dass diese quasi kein Personal mehr brauchen. Ganz im Gegenteil, sie sind nach wie vor auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, müssen 2020 allerdings auf ein diesbezüglich wichtiges Event verzichten. So sah die Neumarkter Jobmeile in den letzten Jahren aus. An über 100 Ständen kamen junge Menschen auf Jobsuche mit Firmen aus Neumarkt und Umgebung zwanglos ins Gespräch. So sollte es eigentlich auch in diesem Sommer wieder werden. Sie wäre hier eigentlich einer der größten Magneten der Region geworden wieder. Aber auch wir setzen natürlich die Maßgaben der Staatsregierung um. Die Stadtverwaltung Neumarkt hat keine Veranstaltung stattfinden lassen, werden wir auch nicht. Der Schutz der Bevölkerung geht eindeutig vor. Die Jobmeile zu verschieben oder gar komplett ausfallen zu lassen, erwies sich schnell als unmöglich. Denn trotz Corona sind viele Firmen dringend auf der Suche nach guten Mitarbeitern. So entschied man sich für eine digitale Version. Mit dieser Idee hatten die Jobmeilenmacher schon länger gespielt. Allerdings nur als Ergänzung zur Live-Veranstaltung. Nun musste die virtuelle Version binnen weniger Monate zur Hauptattraktion werden. Keine leichte Aufgabe. Man möchte eine Kulisse beibehalten, die so charakteristisch für die Jobmeile war. Man möchte viele Leute trotzdem heranlocken können und man möchte trotzdem das gleiche, wenn nicht sogar noch präzisere Angebot an Jobs, Praktika, Ausbildungsstellen anbieten. Und idealerweise mit einer ähnlichen hohen Anzahl an Firmenausstellern. Und so sieht die Lösung aus. Aus der Vogelperspektive blickt man auf die Marktstraße und kann sich dann per Mausklick die Jobmeile entlang bewegen, die möglichst nah am Original ist. Wenn man es gewohnt war, seit 2013 hier immer wieder zu sein, dann stehen auch die gewohnten Firmen an dem gewohnten Platz. Und wir versuchen dieses Gefühl, wenn man dann Stand für Stand quasi besucht durch einen Mausklick, dass man im Hintergrund trotzdem das Stück Marktstraße immer sieht. Zum zwanglosen Austausch soll es dabei auf unterschiedlichste Weise kommen. Es gibt Live-Chat-Varianten, es gibt einen Präsenztag, wo die allermeisten Firmen auch tatsächlich online dann wirklich virtuell dabei sein werden. Und wenn man Fragen hat, werden die auch in Echtzeit beantwortet. Für Jobsuchende kann das Ganze auch ein Vorteil sein. Niemand muss mehr mit seiner Bewerbungsmappe an einem bestimmten Tag in die Stadt laufen. Stattdessen hat man eine ganze Woche 24 Stunden pro Tag Zeit, um sich alles anzusehen. Vom 20. bis 26. Juli auf www.jobmeile-neumarkt.de. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach gibt es den Blumenstrauß der Woche, die aktuellen Wetteraussichten und wir klären die Frage, wo bitte geht's denn hier nach Hollywood? Vermutlich immer die Klostergasse entlang. Mehr dazu gleich. Besuchen Sie die größte Miele-Ausstellung der Region im Miele Center Ochsenkühn.
Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Küchen- und Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe. Unser zertifizierter Kundendienst bringt nicht nur Ihren Kaffeeautomaten wieder zum Laufen. Seit über 40 Jahren in Neumarkt. Miele Center Ochsenkühn. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt. Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice, kompetent und superfreundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Top Secret, das ist die neue Kochserie auf Neumarkt TV. Ich verrate Ihnen Geheimnisse rund ums Kochen. Und wer die Küchentricks live erleben möchte, sollte bei uns in der Kochschule Petitfour in Neumarkt einfach mal vorbeischauen. Hallo, hier ist die Lissi Aumeier, grüßt euch. Hinter mir seht ihr meine Heimatstadt Neumarkt in der Oberpfalz. Und hier kommt mein Tipp. Macht doch mal Urlaub im nicht deutschsprachigen Inland. Bei uns. Alle versprechen die schönsten Biergärten und die tollste Landschaft. Wir haben es hier. Und das Netteste sind die aufgeschlossenen Menschen hier. Die Menschen hier sind offen und gehen auf einen zu. Und das Schönste ist unsere Lässigkeit. Es ist wirklich ein Geheimtipp. Und wenn man den Dialekt nicht versteht, das macht nichts. Je mehr wir bellen, desto herzlicher sind wir eigentlich. Und das Motto bei uns ist, alles kann, aber nichts muss. Kommt in die wunderschöne Oberpfalz, kommt nach Neumarkt. Unser Stichwort ist Menschen, Biere, Emotionen. Willkommen zurück. Eine Kutsche rattert durch die Innenstadt. Darauf Menschen mit dunkler Haut. Davor Menschen mit heller Haut, die das Fuhrwerk ziehen. Dieses Bild bot sich am Samstagmittag Passanten in Neumarkt. Die Jurastadt diente als Kulisse, auch weil andere Kulissen momentan nicht nutzbar sind. Hollywood. Hören Sie das Surren der Filmkameras? Nein, kein Wunder. Die Corona-bedingte Zwangspause in der Traumfabrik spürt auch der deutschstämmige Filmproduzent Clay Schrödel, welcher seit den 1980er Jahren an Erfolgen wie Auf der Flucht, Batman, Titanic und Olympus Has Fallen beteiligt war. Es steht alles still in Hollywood, es gibt kleine Produktionen. Ich habe Gott sei Dank noch einen Auftrag in Kroatien, einen Film, erstmal die Location zu scouten und zu drehen. Aber Hollywood ist momentan hier eine Geisterstadt. Neumarkt. Hier laufen die Filmkameras. Unter der Leitung von Clay Schrödel wurden am Samstag in der Innenstadt Szenen für ein Musikvideo gedreht. Es geht um ein Thema, welches diesseits und jenseits des Atlantiks aktuell im Fokus ist. Rassismus. Aufnahmen rollt eine Kutsche durch die Klostergasse. Ethnische Minderheiten lassen sich hier von Menschen mit weißer Hautfarbe ziehen. Ist natürlich provokant, das weiß ich, aber auch ein Zeichensetzer, dass Rassismus einfach in der Welt überhaupt nicht akzeptabel ist. Die Aufnahmen, die hier entstehen, sind später in Verbindung mit Musik von Maurice Frankenne zu sehen. Der Neumarkter wurde von seinem Vater dazu motiviert, einen Song über Rassismus zu schreiben. Im Prinzip bin ich ja auch kein professioneller Musiker. Ich mache das nach Gefühl, so wie ich denke, dass das Lied richtig ist. Und ja, dann habe ich mich 10 Stunden hingesetzt und dann war es fertig. Beim Berliner Musikproduzenten Jul wird das Stück letzte Woche noch professionell aufgenommen. Der Jul hat unter anderem auch mit Udo Lindenberg im Moment einen Song aufgenommen. Wir waren bei ihm 2 Tage. Es war eigentlich total angenehm, schöne Atmosphäre. In den nächsten 4 bis 6 Wochen wird das Video bearbeitet und dann im Internet veröffentlicht. Das Thema, um das es geht, wird auch dann noch nicht vom Tisch sein. Wobei es laut Clay Schrödel bezüglich Rassismus Unterschiede zwischen den Kontinenten gibt. Hängt damit zusammen, dass die Toleranz in Europa durch die Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, einfach mehr geprägt ist als in so einem jungen Land. Man ist eigentlich, denke ich, in Europa viel toleranter als in Amerika, obwohl die Amerikaner das nicht so sehen. Aber meine Erfahrungen sind genau diese. Übrigens, Hollywood und Neumarkt haben eines gemeinsam. Auch außerhalb von Corona-Zeiten hört man hier und dort sehr selten Filmkameras surren. Und zwar, weil die Branche in vielen Fällen nur noch mit digitalen Geräten arbeitet.
Wasser hat bekanntlich keine Balken. Damit das nicht zum Verhängnis werden kann, gibt es zum Beispiel Angebote der DLRG. Und unser Blumenstrauß der Woche geht dieses Mal an einen jungen Herrn, der sich bereits seit vielen Jahren in diesem Bereich engagiert. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Wir sind heute in Holzheim und der Herr Reiser hat sich bei mir gemeldet. An wen geht denn der Blumenstrauß? Der Blumenstrauß geht heute an den Jonas Kipfstuhl. Das ist der Vorsitzende der DLRG Jugend Bayern. Das ist ein Jugendverband mit 20.000 Mitgliedern. Und das Besondere ist, dass der Herr Kipfstuhl oder der Jonas das Ganze ehrenamtlich macht. Das heißt, in seiner Freizeit neben dem Studium hat er jetzt über 6 Jahre den Vorsitz gehabt oder hat ihn immer noch. Und ja, für sein Engagement wollten wir uns mal bedanken. Ja, deswegen bekommt er heute den Blumenstrauß. Hallo, wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Super, kommt jetzt ein bisschen überraschend. Unsere Kollegen haben sich zusammengesetzt und du bist ja jetzt seit 6 Jahren Vorsitzender der DLRG-Jugend in Bayern. Und das Ganze neben deinem Studium, das du jetzt auch erfolgreich abgeschlossen hast, das war, glaube ich, eine ziemliche Doppelbelastung und da wollten wir uns einfach mal für dein Engagement bedanken. Und ja, wir hoffen, du freust dich drüber. Ja, das ist eine super Geschichte. Ja, auf jeden Fall freue ich mich drüber. Angefangen hat das alles mit dem Schwimmkurs, so ganz klassisch, wie man das so macht. Und dann bin ich halt irgendwie dabei geblieben. Und was sind so Ihre Aufgaben, die Sie erfüllen? Ich kümmere mich darum, dass im Landesverband Bayern halt das alles läuft und dass die Leute arbeiten können, dass wir auch die Entscheidungen treffen und auch Ausbildungen machen für die Leute vor Ort, dass auch Jugendleiter in den Ortsverbänden dann ausgebildet sind und da gute Arbeit machen können. Und wir haben schon gehört, Sie haben das alles neben dem Studium gemacht. Wie ist es denn so gelaufen mit der Doppelbelastung? Ja, also mein Studium hat jetzt vielleicht doch etwas länger gedauert als bei anderen. Man kriegt es schon gut unter. Man muss ja im Studium jetzt auch nicht immer in der Früh schon da sein. Was macht Ihnen denn am meisten Spaß an Ihrer Tätigkeit? Man kommt viel rum, lernt viele Leute kennen und die Leute sind halt alle sehr engagiert und motiviert und man bringt halt wirklich was weiter. Also man sieht halt direkt, was man macht. Das ist schon eine schöne Sache, wenn es dann auch noch, wenn man dann die Kinder sieht, die kommen. Ja, vielen Dank und also eine Überraschung war es wirklich, ja. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Wir kommen nun zu den Wetteraussichten für die folgenden Tage. Und eines sei schon verraten, es wird keinen Tornado geben. Ich sage das deswegen, weil wir uns heute hier in Ohausen befinden. Und tatsächlich wurde der Freistädter Ortsteil vor einigen Jahren mal von einem Tornado oder einer Windhose heimgesucht. Entwarnung also nicht nur für alle Ohausener. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Nach der kleinen Sommerpause in den letzten Tagen geht es mit den Temperaturen wieder aufwärts. Der Samstag beginnt das Wochenende mit Werten zwischen 13 und 22 Grad. Bei leicht bewölktem Himmel kann es morgens regnen. Am Sonntag ist das Wetter ähnlich. Bei um die 25 Grad steht dem Grillen im Garten nichts im Wege. Am Montag wird es dann heiß. Bei Höchsttemperaturen von 28 Grad gibt es bis zu 10 Sonnenstunden. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war's für heute. Nächste Woche, am Mittwoch, gibt es eine neue Ausgabe vom Marktplatz Neumarkt. Wäre schön, wenn Sie wieder einschalten würden. Ihnen ein schönes Wochenende und danke fürs Zuschauen.